So, hier sind wir auch schon wieder mit dem Digital Workplace Track auf der Tools for Agile Teams 2020. Hier geht es jetzt weiter mit einem Vortrag von der Ariane Koos und dem Jürgen Werner von der CAS AG. Und ja, der Vortragstitel ist Kiwi, das Social Intranet der CAS AG. Und Kiwi wird tatsächlich genau so geschrieben wie die Frucht und, soweit ich mich erinnere, auch der Vogel. Wir werden gleich mal aufdecken, ob es dabei wirklich um Früchte oder Tiere geht. Auf jeden Fall steht der Kiwi-First-Gedanke hier im Mittelpunkt und wir wünschen ganz viel Spaß beim Vortrag. Ariane, Jürgen, ich übergebe dabei an euch. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Slot, zu unserem Vortrag Kiwi, das Social Intranet der CAS AG. Ja, wir, wer sind wir? CAS AG und auch die beiden Vortragenden, da steigen wir vielleicht mal ganz kurz ein. Ariane, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen? Na klar, Ariane Koos mein Name und ich bin seit 9 Jahren bei der CAS AG im Backoffice tätig. Sehr schön. Ja, mein Name ist Jürgen Werner, bin Branchenbereichsleiter Retail, bin seit 2,5 Jahren im Unternehmen, war vorher 17 Jahre im Handel unterwegs. Ja, aber das tut heute hier nichts zur Sache. Wer ist die CAS AG? Vielleicht einmal ganz kurz ein Eindruck für Sie. Also wir sind so 130 kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt auf 4 Standorte, hauptsächlich in Hamburg und Bochum, sind eine Beratungsfirma im IBM- und SAP-Bereich, aber auch darüber hinaus und ja, machen so einen Jahresumsatz von 17 Millionen Euro, sodass man sich das mal ganz grob vorstellen kann, sind aufgeteilt in 4 Branchenbereiche. Das ist einmal der Financial Service-Bereich, Insurance, Industrie und Retail. Ich spreche heute aus dem Bereich Retail, aber das Thema Kiwi, Social Intranet ist ein übergreifendes und vielleicht für Sie einen kurzen Eindruck, welche Kunden haben wir denn eigentlich zu bedienen? Das ist so querbeet über das ganze Portfolio, also auch über die Branchenbereiche. Ich denke, ein paar namhafte Namen, die bekannt sein dürften. Das heißt, man ist viel unterwegs, man muss viel organisieren, man muss viel zusammenarbeiten, Ariane. Und das führt ja dazu, dass wir uns neu aufstellen mussten. Und da kannst du jetzt uns vielleicht mal reinleiten in unser Projekt Kiwi. Na klar, sehr gerne. Vielen Dank für die Überleitung, Jürgen. Ja, auch die Digitalisierung und die neuen Arbeitsmodelle sind bei uns bei der CAS AG angekommen und deswegen wird es für uns auch einfach immer wichtiger, unseren Mitarbeitern moderne und vor allem innovative Tools bereitzustellen. Und das tun wir bereits schon in Form von Kollaborationswerkzeugen wie Zoom oder wie Slack. Aber uns war es vor allem sehr wichtig, dass wir eine digitale Plattform schaffen, auf der sich unsere Kollegen austauschen können, aber auch vor allem zusammenarbeiten. Und wichtig war uns dabei auch, dass die Mitarbeiter nicht einfach nur Informationen konsumieren sollen, sondern sie sollen sich selber mit einbringen, eigenen Content zur Verfügung stellen und sich miteinander austauschen. Und genau auf dieser Idee ist unsere digitale Plattform Kiwi gewachsen. Und wir hatten halt schon seit längerem die Confluence-Software von Atlassian House als Wiki. Und da dachten wir uns, ja, das wäre eigentlich ein ganz cooler Grundstein für Kiwi. Und suchten dann eigentlich nur nach einer Lösung, die es uns ermöglicht, aufgesetzt auf Confluence Informationen personalisiert bereitzustellen. Und da fiel unsere Entscheidung relativ schnell auf Linchpin von Seibert Media. Und damit das alles auch noch ein bisschen nach CAS AG aussieht, haben wir einfach unser Corporate Design rübergestülpt und zack, war Kiwi geboren. Cool, ja. Aber jetzt vielleicht Kiwi, Ariane, ist vielleicht nicht jedem geläufig, logischerweise. Was ist denn Kiwi? Das stimmt. Es ist definitiv nicht nach einer Frucht benannt, um das schon mal vorwegzunehmen. Das war nicht die Idee. Wir haben uns sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie sollen wir denn das gute Stück nennen. Und da haben wir direkt die Mitarbeiter mit eingebunden und eine kleine Umfrage gestartet. Und es sind wirklich sehr viele Vorschläge eingegangen. Aber ich glaube, ausschlaggebend waren einfach diese 4 Eckpfeiler, die wichtig waren, nämlich die Mitarbeiter sollen sich austauschen, also Kommunikation. Es sollen Informationen bereitgestellt werden und das ganze Stück soll als Wissensspeicher dienen zum Wissenstransfer untereinander
Und natürlich sollen innovative Lösungen und Ideen von den Mitarbeitern eingebracht werden. Und deswegen ist es Kiwi geworden. Ganz, ganz Einleuchtend. einfach. Und ja, Cool. genau diese vier Säulen, Kommunikation, Information, Wissen und Innovation ergeben quasi Kiwi. Mhm. Haben auch ein eigenes Logo kreiert. Und ja, ich würde sagen, genug mit der Folienschlacht. Wir gehen direkt mal live ins System. Sehr gute Idee. Und da sind wir auch schon auf unserem Dashboard. Es ist so ein bisschen das Herzstück von Kiwi. Und ich finde, es erfüllt mehrere Funktionen. An allererster Stelle ist es natürlich eine Art Kommunikationszentrale. In diesem Bereich hier haben wir quasi unsere Newsbox. Also da geht alles rein, was das Unternehmen an News bereitstellt oder unsere HR-Abteilung für neue Mitarbeiter, Erfolgsgeschichten in angehenden Projekten oder auch einfach Kiwi-interne Sachen wie kleine Projekt-How-Tos etc. oder jetzt auch hier für unsere Weihnachtsfeier eine kleine Sneak Peek-Preview. Sowas wird alles über die News-Kanäle an die Mitarbeiter geschickt, dass sie sich darüber direkt informieren können, aber auch Veranstaltungen. Sowohl natürlich unsere internen Schulungen und Weiterbildung, die wir unseren Mitarbeitern anbieten, aber auch interne Veranstaltungen wie unsere Weihnachtsfeier demnächst werden hier publik gemacht oder halt auch, das ist jetzt ein bisschen wenig aufgrund der ganzen Corona-Pandemie, natürlich Veranstaltungen, wo wir selber als Aussteller unterwegs sind. Da interessieren sich ja die Mitarbeiter auch immer für, wo sind wir so unterwegs. Sehr schön ist auch die Möglichkeit, wenn neue Mitarbeiter bei uns an Bord kommen, können sie sich hier direkt vorstellen. Wir selber wissen, ah ja, cool, neue Mitarbeiter gibt es. Und wenn man dann hier raufklickt, dann finden wir quasi einen kleinen Steckbrief, wo sich die Mitarbeiter vorstellen können. Mit Bild ist ja auch nicht so schlecht, wenn man an vier Standorten verteilt unterwegs ist, ne? Genau, da hat man gleich ein Gesicht vor Augen, das stimmt. Sehr gut. Und was auch noch zur Kommunikationszentrale gehört, aber mehr für den kurzfristigen Austausch oder so kleine Ad-Hoc-News, ist unser Microblog. Hier fängt es auch schon so ein bisschen an mit der Personalisierung, denn natürlich interessieren nicht immer jedem alle Themen und deswegen können wir hier auch direkt sagen, entweder ich möchte über alle Posts informiert werden oder einfach auf bestimmte Themen oder Bereiche bezogen. Das kann man sich hier individuell einstellen. Und da sind wir auch schon beim zweiten großen Punkt, Personalisierung, weshalb uns ja auch Lynchpin von Cybit Media so wichtig war. Nämlich, wir sind ja intern bestimmten Abteilungen zugeordnet, bestimmten Bereichen. Bei mir ist es jetzt das Backoffice, deswegen kriege ich eigentlich den Rundumschlag von sämtlichen Informationen und News angezeigt. Aber jetzt beim Jürgen, der, wie wir gehört haben, für Retail verantwortlich ist, der würde jetzt beispielsweise hier in den Newsblöcken sehr viel Retail-spezifische Sachen angezeigt bekommen. Und auch hier bei den Kunden würde er beispielsweise nur seine Retail-Kunden sehen. Ich sehe jetzt hier die große Bandbreite. Und auch bei den News kann man auch nochmal personalisieren, wenn ich bestimmten Bereichen oder Seiten folge. Dann habe ich hier nochmal ganz andere News als vielleicht alle anderen Mitarbeiter. Das finde ich auch sehr gut, weil man einfach selber entscheiden kann, welche Informationen ich konsumieren möchte. Immer passgenau, genau. Genau, und da wir ja ein Beratungshaus sind, heißt, dass unsere Mitarbeiter eigentlich ständig normalerweise unterwegs sind. Und es war auch wichtig, dass man sich natürlich nicht immer auf dem Desktop irgendwie einloggen muss, sondern vielleicht auch einfach mal in der Bahn, unterwegs, mobile ist das Stichwort. Und da sind wir ganz stolz, dass es da auch eine App für Kiwi gibt. Jürgen, magst du die mal zeigen? Okay, ja, Ariane, hier sehen wir jetzt auch schon die App. Ich denke, du kannst ein bisschen durchleiten. Ich versuche dann parallel passend zu klicken. Na klar, ja, analog zum Dashboard haben wir auch hier die unterschiedlichen Bereiche und hier sehen wir gerade unsere News, die, wenn wir wollen, auch per Mobile-Push-Nachricht dann aufs Handy gelangen, dass man sofort mitbekommt, oh cool, es gibt neue News und die kann man sich dann direkt in der App anschauen. Das versuchen wir auch regelmäßig wöchentlich oder mehrmals wöchentlich zu machen. Und natürlich auch, wie auf dem Dashboard, haben wir den Microblog. Auch hier kann man nach den unterschiedlichen Bereichen filtern oder man lässt sich einfach alles anschauen und kann natürlich analog zu Facebook und Instagram und Co. liken und kommentieren. Ich glaube, das macht ja so eine Social-Plattform natürlich auch aus. Das
dass man öfters mal den Gefällt-mir-Button klicken kann. Ich habe schon mal überall geklickt, Ariane. Sehr schön. Ich kann nicht mehr demonstrieren, mir gefällt schon alles. Sehr gut. Ja, dann eine andere Funktion sind natürlich noch die Kontakte. Macht ja in so einer App auch Sinn, dass man hier einfach nach unseren Usern quasi suchen kann. Hier bin ich und jetzt hätte der Jürgen direkt die Möglichkeit, mich auf dem Festnetz, aber auch natürlich mobile anzurufen. Und er sieht natürlich auch, wo ich ansässig bin. Die Seiten ist auch eine Funktion. Das sind quasi der Aufbau der Seiten und Bereiche auch analog zu Kiwi an sich. Und hier landet man dann quasi auf der Desktop-Version, wenn man bestimmte Seiten anklickt. Gut, so zum Eindruck der App würde ich sagen. Ich gebe zurück. Mhm, Dankeschön. Ja, und hier sind wir auch wieder auf dem Dashboard in Kiwi. Und genau, ich sagte ja eben schon, dass es eine Kommunikationszentrale ist und auch der Personalisierung dient. Aber wir haben ja auch ein bisschen die Möglichkeit, ja, ich sag mal so, das Selbstmanagement von uns jeweils zu fördern. Nämlich, weil ich ja auch so eine Aufgabenübersicht habe. Hier finde ich alle Aufgaben, die mir zugewiesen sind oder die ich mir selber zugewiesen habe, um einfach auch zu gucken, was habe ich da noch alles zu tun. Bei mir ist das jetzt hier gerade relativ viel. Da klicken wir mal schnell wieder weg. Aber man sieht ja auch, okay, welche Seiten wurden von den Kollegen zuletzt aktualisiert, dass man da auch vielleicht einfach schnell den Einstieg bekommt. Genau, okay. Apropos Einstieg, hier oben haben wir natürlich so ein paar Links, um einfach direkt zu Abteilungen und anderen Bereichen abspringen zu können. Hier haben wir die Möglichkeit, einfach auf diverse Branchenbereiche von uns abzuspringen oder halt auch unsere internen Abteilungen, sodass ich die Kollegen und vielleicht auch vor allem die neuen Kollegen direkt informieren kann, was macht denn diese Abteilung, wo haben sie ihre Schwerpunkte, aber auch die Mitarbeiter, die zu diesen Abteilungen oder Bereichen gehören, können sich hier intern zu ihren Projekten austauschen, gucken, Mensch, wer ist denn hier alles so in meiner Gruppe, was gibt's Neues, was sind die Bands etc. Mhm. Wichtig ist natürlich vor allem auch unsere Unternehmensseite. Ich glaube, das ist für alle sehr wichtig. Und hier haben wir natürlich Sachen aufgeführt wie unsere Unternehmensstrategie. Wir berichten über unseren Innovationsprozess. Hier kann man sich über unsere Leitfäden und Unternehmensziele informieren oder auch über das Führungskräfteleitbild. Ich glaube, das ist sowieso auch immer sehr wichtig, auch solche allgemeinen Infos abrufen zu können. Cool ist natürlich auch, weil man ja auch öfters mal hat, oh, ich muss einen Brief schreiben, ich muss eine Präsentation vorbereiten. Wo kriege ich denn jetzt die neueste Version her? Wir kennen es alle, du lachst schon, Jürgen. Ja. Auch hier haben wir jetzt in Kiwi eine zentrale Lösung für uns gefunden, nämlich die Download-Mediathek. Hier wird einfach immer regelmäßig durch unser Marketing die aktuellsten Versionen abgelegt an Präsentationen, aber auch, wenn mal unser Logo benötigt wird, Geschäftsbriefe findet man hier, auch das Führungskräfteleitbild, KAL-Dokumente für unsere Mitarbeitergespräche. Also hier sind immer sämtliche Dateien zu Sehr finden gut. Und immer aktuell, damit man gar nicht lange suchen muss. Vorbei die Zeiten, der ich eine Präsentationsvorlage von 1898 genutzt habe, ne? Genau, sehr gut. Richtig, genau. Also dieser Fehler sollte definitiv nicht mehr vorkommen. Ja, was ist noch wichtig? Vor allem vielleicht auch für neue Kollegen oder auch natürlich für einen selber. Wir sind zwar nur so 130 Leute, aber man hat ja nicht immer so den Überblick, was kann wer. Und manchmal sucht man ja auch einfach was. Und da haben wir hier eine recht schöne globale Suche. Ich mache das jetzt direkt mal an einem Beispiel. Und zwar möchte ich vielleicht für eine bestimmte Beratungsanfrage jemanden mit einem bestimmten Skill suchen? Oha. Ja. So, und da sage ich jetzt hier einfach mal, ich suche nach Benutzer. Mhm. Und ich möchte, dass derjenige SAPK, auch mit Jira, ja, schöne Sache, verknüpft kann. Und dann werden mir quasi alle Mitarbeiter von uns aufgeführt, die das können. Oh Mensch, Jürgen, du auch. Nicht schlecht. Ja, guck mal. Klicken wir dich direkt mal an, weil ich mir denke, ach Jürgen, mal gucken, da könnte für meine Anfrage eine Frage kommen und lande dann quasi direkt bei dem auf dem Mitarbeiterprofil. Das haben wir auch so eingerichtet, dass hier auch so ein bisschen Persönlichkeit natürlich von dem Mitarbeiter einfließen kann, vor allem hier so ein bisschen im Hintergrundbild. Da ist jeder frei, was er sich da natürlich quasi hinpackt, aber auch
Neben den Kontaktdaten, die so Standard und auch bei uns aus dem AD geliefert werden, haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin Brandschutzhelfer oder halt nicht. Wann bin ich zu erreichen? Wo komme ich her? Habe ich vielleicht, um so ein bisschen Fun Facts auch mit reinzubringen, habe ich eine Superkraft und mag ich Nutella-Brötchen? Oh, Jürgen, kein Nutella. Nee, lass mal. Wir gehen nicht zusammen frühstücken, Halleluja. Es bleibt aber mehr Nutella für dich. Wenn du... Sehr gut, na dann gehen wir doch zusammen frühstücken. Okay. Ja, aber man kann ja auch Angaben machen natürlich, was man für einen akademischen Abschluss hat oder um jetzt nochmal auf meine SAPK-Anfrage zurückzukommen, über welche Skills ich dann als Berater bei uns verfüge. Wir sehen hier SAPK, Jira, das habe ich gesucht, habe ich bei Jürgen gefunden, kann ich jetzt quasi direkt auf ihn zugehen und ihn fragen, ob er nicht Bock hat, mitzuhelfen. Cool am Profil ist noch die Funktion, die Linchpin bietet, das Org-Chart. Weil vielleicht auch für größere Gesellschaften ja natürlich auch ganz interessant. Man ist so ein Moloch aus vielen Mitarbeitern, weiß aber gar nicht, wer irgendwie zu wem gehört. Und ich finde, das ist hier eigentlich ganz schön gelöst. Wir sehen hier Jürgen in der Mitte, ist quasi unserem Vorstand unterstellt. Und wir sehen auch direkt, welche Abteilung der Jürgen bei uns leitet und können hier durch Klicken auf die Pfeiler einfach direkt sehen, welche Mitarbeiter da von uns noch weiter drunter hängen. Ich finde, das ist ein ganz schönes Gadget, was man, um sich einen Überblick zu verschaffen, das finde ich eigentlich echt ganz gut gelungen. Cool. Genau, und weil wir ja ein Beratungshaus sind, verkaufen wir natürlich Projekte mit Beraterprofilen. Und früher war das immer so, wir haben Word-Dokumente rumgeschickt per E-Mail und die Berater und Beraterinnen mussten es ausfüllen und wieder zurückschicken. Und man fängt wieder an mit der Formatierung und da haben wir jetzt eigentlich eine ganz coole Lösung mit einem Makro in Kiwi geschaffen. Wir haben nämlich für jeden Mitarbeiter einen Profilspace angelegt, der durch Berechtigung geschützt ist, sodass nur der Berater selber und das Backoffice drauf Zugriff haben. Wir können direkt von hier einfach mit einem Scroll-Export sagen, wir möchten exportieren. Da haben wir so ein bisschen dran rumentwickelt, dass wir das dann auch in unser Layout bekommen, so wie wir es haben möchten. Wir wählen einfach Beraterprofil aus und sagen Export. Und zack, wird uns ein Word-Dokument generiert, was dann auch so aussieht, wie wir es gerne haben wollen. Ich werde es jetzt nicht öffnen. Sehr cool. So. Spart viel Zeit tatsächlich, ne? Und man kann immer on the fly das Profil ergänzen und irgendwann exportieren, wenn man es braucht. Korrekt. Das ist sehr cool. Ja, so viel zum Beraterprofil. Jürgen, prima. Was gefällt dir so an Kiwi? Ja, alles ja letztendlich, aber ich will ein paar Auszüge zeigen. Letztendlich, wir sind ja aufgestellt im Support. Das heißt, wir machen Projekte, machen aber auch Support. Und da ist ja auch so, dass unsere Supportabteilung Unterstützung braucht in der Abarbeitung von teilweise Routinen, die sie für die Kunden eben vorgehen oder abwickeln müssen. Dort haben wir jetzt auch die How-Tos, die schrittweise Kommunikation und Dokumentation, was zu tun ist. Ja, und spannend natürlich, Ariane, früher Passwort, ja, Kundenpasswörter für die Systeme der Kunden, ganz sensibel. Früher schwierig, hat man irgendwie verschlüsselte PDFs versucht zu schicken und so weiter. Jetzt haben wir hier mit dem Secure-Makro auch eine wunderbare Ergänzung. Das heißt, wenn ich berechtigt bin, dieses Passwort zu sehen, was ich jetzt hier nicht bin, weil ich kein Support-Mitarbeiter bin, kann ich mit Eingabe meines Zugangs nochmal verifizieren, dass ich es bin und kriege dann, wenn ich die Berechtigung habe, das Passwort angezeigt. Also ein wunderbarer Passwortmanager übergreifend, geräteübergreifend sozusagen, perfekt für unseren Support. Ja, was machen wir in Zusammenarbeit in den Projekten? Wir machen ja auch größere Projekte mit Jira, ist jetzt hier kein Thema im Vortrag. Wir haben aber auch die kleine abgespeckte Variante mit dem Flowboard. Auch da können wir mit verschiedenen Cards und verschiedenen Lanes arbeiten und organisieren uns hier die Arbeit jetzt fernab eines großen Jira-Projektes, wenn es kleinere Projekte sind, kann ich hier genauso mein Aufgabenmanagement betreiben, über das hinaus, was du vorhin gezeigt hast. Ich denke, das ist auch eine gute Variante, den Überblick zu bewahren als Projektleiter. Wunderbar. Ja, wie das Ganze funktioniert, was wir so bieten, wie wir aber auch die Mitarbeiter weiterentwickeln in ihren Skills, in ihren persönlichen Skills, aber auch darüber hinaus, haben wir jetzt ganz neu gelauncht vor 4 Wochen den Bereich CRSAG Education.
Denke auch eine super Sache, die HR da auf die Beine gestellt hat mit allen Beteiligten. Denn hier habe ich eine wunderbare Übersicht erstmal über Weiterbildungskategorien. Auch die Möglichkeit zu sagen, ja, mich interessiert Gruppentraining, was jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist, aber E-Learning ist groß angesagt. Dann kann ich mir die Kurse raussuchen, kann auch gucken, wo sind denn meine Dinge, die mich persönlich interessieren. Ich habe ja ein Kommunikationsproblem, Ariane, das weißt du ja. Deswegen kann ich ja mal schauen, was vielleicht dort in dem Bereich möglich ist. Und ich sehe jetzt hier eben entsprechend alle Kommunikationsprobleme. Und Persönlichkeitsentwicklungsthemen ins Detail möchte ich jetzt nicht gehen. Ich bin überall schon eingeschrieben, das kann ich mal hier mit einem Augenzwinkern verraten. Genau, sehr schön. Ja, also alles an einer Stelle. Das ist ja so die Grundidee und der Kiwi-First-Gedanke, den wir so geprägt haben im Unternehmen. Also immer wieder bei jeder Anfrage zu überlegen, Mensch, da habe ich doch bestimmt den Einstieg im Kiwi. Und wenn nicht, dann frage ich eben das Kiwi-Team, ob ich es da hinbekomme. Auch da gibt es den App-Katalog, den wir uns haben ja einfallen lassen. Das heißt, ich habe im täglichen Tun ja verschiedene Webseiten und Services, die ich benötige, sei es eine Bahn buchen, was hoffentlich bald wieder intensiver möglich wird, sei es eine Reisekostenabrechnung oder die Bewerberplattform. All das habe ich hier im Zugriff und auch hier, wenn ich es abonniert habe, im Schnellzugriff als Mitarbeiter und kann schnell dorthin springen in meine relevanten Apps, die ich da habe. Ich denke, das ist auch eine coole Sache, kürzt das ein oder andere wirklich ab. Macht es effizient. Ja, effizient, gutes Stichwort. Auch in der Arbeit mit Kunden, in Projekten bringt das Kiwi, das Confluence, das Linchpin, also unser Kiwi, eben entsprechende Aspekte mit, die es einfach viel einfacher machen. Ich habe eine Stelle der Wahrheit. Ich zeige das immer ganz gerne. Intern kann man das wahrscheinlich kaum noch hören, aber das Besprechungsprotokoll ist so ein Klassiker. Ja, Ariane, du machst eine Agenda, du schickst die Word-Datei rum oder die E-Mail-Datei und es steht die Agenda drin. Dann hat jemand Ergänzungen, der schickt dir das wieder zurück. Du arbeitest es ein und schickst es wieder an alle Teilnehmer. Der Klassiker. Wir haben das Ganze jetzt in die Besprechungsprotokolle reingepackt mit einem Template einfach, wo wir dann platzieren, das sind die Themen, Open Agenda, jeder kann direkt mit rein editieren und am Ende finden wir auch wieder die Ergebnisse direkt alle in einem Dokument. Recht banal, zeigt aber so diesen Grundgedanken in der Zusammenarbeit. Aber ja, letztendlich, Ariane, nicht nur mit Kunden oder intern, wir arbeiten ja auch mit Partnern zusammen und für alle Ansätze haben wir ja da noch ein weiteres cooles Feature, oder? Genau, das Feature Extranet. Und zwar haben wir hier einfach die Möglichkeit, ja, wie Jürgen schon sagte, mit Kunden, aber auch mit Partnern in einem abgeschlossenen Space, nenne ich es jetzt mal, zu arbeiten. Auch das funktioniert wirklich nur wieder mit einem Berechtigungssystem, was dahinter liegt, weil die externen bei der Anmeldung in Kiwi direkt im Extranet landen. Und gar alle anderen Internas, die wir hier noch gerade so gezeigt haben, gar nicht sehen. Also sie arbeiten wirklich nur dann auf dieser Seite, in diesem abgeschlossenen Space. Sicherheit first wird alles garantiert. Und das ist hier ein Beispiel mit unserer Tochterfirma. Arbeiten wir hier auch zusammen, tauschen uns zu unterschiedlichen Anfragen und Projekten aus und ja, vermeiden auch hier einfach Mails hin und her schicken und machen das auch einfach auf einer Plattform. Ich finde, das ist sehr schön und ja, auch in anderen Kundensituationen funktioniert das schon sehr gut. Einfach auch, um vielleicht Projektdokumentation auszutauschen, auch hier nicht ständig diesen E-Mail-Versand zu haben, Projektfortschritte gegenseitig zu dokumentieren. Ich glaube, das ist echt eine coole Sache. Ja, und apropos Projekt, Jürgen, ihr seid da ja regelmäßig auch im Austausch, was das Staffing von Beratern und Beraterinnen angeht. Ja, da hast du recht, richtig. Genau, wir haben jetzt hier das gekapselte Mini-Kiwi gesehen. Für das Staffen, wie du sagst, brauchen wir natürlich was anderes. Da haben wir eine gemeinsame Sicht entwickelt und wir sind ja auch seit 30 Jahren Integrationsexperten, schreiben uns Multitooling auf die Fahne und so haben wir das jetzt hier auch genutzt. Unser Ressourcentool, mit dem wir Ressourcen planen, ist das Meisterplan und ja, wir haben gesagt, okay, wenn Kiwi natürlich die Strategie ist, Kiwi First, dann brauchen wir die Daten aus Meisterplan für einen schnellen Blick in einem Dashboard auch zentral. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit geschaffen und gehen jetzt hier auf eine Cloud-Datenbank tatsächlich, jetzt zu dem Abfragezeitpunkt und ich sehe hier sofort, welche Kollegen sind denn wann wie verfügbar und kann eben hier direkt on the fly mit Filter, mit dem Table-Filter-Makro direkt arbeiten und ja, jeder Klick hat eine Auswirkung auf das Ergebnis und jede Eintragung, also auch eine coole Sache und so kann ich dir schnell sagen, Ariane, ob ich denn fürs Frühstück und Nutella-Brötchen Zeit für dich habe.
Sieht Und da gut sieht es aus. so aus, dass ich im April und im Mai dann durchaus mal mit dir frühstücken gehen könnte. Ja, also von daher genau mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja, wunderbar. Ich glaube, das zeigt auch mal so ein bisschen, dass man auch aus anderen Systemen relativ schnell, relativ banal auch Dinge zur Anzeige bringen kann, um wirklich zu sagen, ich muss nicht mehr mein tägliches Tool-Hopping unbedingt für solche Dinge, ja, nutzen oder muss da, bin zwangsweise darauf angewiesen, sondern ich habe alles an einem Punkt. In größeren Projekten sind wir ja auch unterwegs und arbeiten in Jira. Vorhin habe ich das Flowboard gezeigt, für kleinere Projekte, was wir dann auch im Extranet verarbeiten mit externen. Wenn wir intern oder auch externe größere Projekte haben, arbeiten wir dann auch mit Jira und da bietet Linchpin auch hier eine klasse Funktion, nämlich ich kann hier direkt meine offenen Jira-Vorgänge sehen und Ariane, ich kann dir gratulieren, du hast keine offenen Jira-Vorgänge. Gut, dass wir mit deinem User drin sind. Bei meinem User wäre da jetzt doch ein bisschen was zu tun. Aber man springt hier direkt in das Jira, bekommt dort die offenen Tasks angezeigt. Auch das wieder der Grundgedanke Kiwi First, alles an einer Stelle. Also das ist hier auch wunderbar umgesetzt. Ja. Das mal so eine ganz schnelle Reise durch unser Kiwi, durch unser Social Intranet. Und ja, man hat jetzt viel gesehen, viel geballte Informationen in kurzer Zeit. Ähnlich ging es natürlich auch unseren Kollegen, die das Ganze dann von uns lernen mussten und die wir mitgenommen haben auf die Reise im Onboarding. Und auch da haben wir das ein oder andere genutzt, um direkt in Kiwi, sage ich mal, den Know-how-Transfer zu unterstützen. Ariane, du erinnerst dich an das Feedback-Forum. Ja, da sind einige Fragen, Vorschläge, Ideen eingegangen. Ich glaube, das war echt eine gute Möglichkeit, um auch unsere Mitarbeiter abzuholen und die Genau. Kiwi-Nutzung voranzuschreiten, ja. Richtig, ja. So sieht man auch so ein bisschen die Relevanz aufgrund der Antworten und Klicks. Und so konnten wir eben mal einfach Feedback direkt sammeln im neuen Tool, gleich wieder in dem Gedanken Kiwi First, Feedback bitte auch im Kiwi. Und so konnten wir die Dinge eben umsetzen, entweder ergänzende Add-ons, Makros installieren oder neu konfigurieren. Und das hat dazu geführt, dass wir die meisten Anfragen auch vernünftig umsetzen konnten. Das war, glaube ich, auch eine gute Geschichte. Ja, wenn ich ganz neu einsteige, dann habe ich natürlich die Möglichkeit von Schulungen, von Selbstlernen. Wir haben auch gesagt, traut euch, ihr könnt nichts kaputt machen. In dem Sinne, einfach mitmachen ist die Devise. Wer trotzdem aber auch die eine oder andere Anleitung braucht, dort haben wir ja auch ein umfangreiches, ja, How-to erstellt in Kiwi direkt. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit, über Suchen zu gehen und sagen, okay, wie läuft das denn mit Umfragen? Habe ich denn irgendwelche Tools, mit denen ich Umfragen machen kann? Ich finde dann meine How-to-Umfragen und am Ende ist dann überall hinter all diesen Themen, die wir jetzt hier sehen, die sehr recht umfangreich sind, eine Detailinformation, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, Ariane, that's it. Ich würde sagen, für den heutigen Tag, für den ersten Eindruck soll es das, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube, das war ein guter Überblick, ja. Genau, wir hoffen, es war kurzweilig. Wir haben jetzt erstmal an der Stelle Dankeschön zu sagen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, jetzt haben wir Raum für Fragen. Wenn denn Fragen existieren, dann stehen wir gerne bereit. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. So, ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag an Jürgen und Ariane. Ihr seid ja uns jetzt zugeschaltet. Ich sehe gerade auch, Ariane hat sich zwischen Vortragsende und dem Beginn der Q&A-Session jetzt kurz umgezogen. Es wäre natürlich nicht nötig gewesen, aber es freut uns natürlich, dass ihr beiden mit so viel Engagement dabei seid. Ich habe mal den Chat im Auge behalten. Da war es jetzt relativ ruhig über den Vortrag, aber wahrscheinlich brauchen die Leute auch einfach, um die Fragen in Worte zu fassen. Deswegen bekommt ihr erstmal eine Frage von mir. Und zwar habt ihr ja heute den Stand von Kiwi sehr, sehr schön visuell auch dargestellt und viele Anwendungsfälle beschrieben. Was mich jetzt interessieren würde, also es klang alles sehr, sehr einfach und problemlos, aber war das wirklich so? Also könnt ihr vielleicht einen kleinen Blick mal hinter die Kulissen geben? Wie lief das so in der Konzeptions-Einführungsphase? Wie lange habt ihr mit den Vorarbeiten, wart ihr da beschäftigt? Und ja, wie habt ihr die Kollegen abgeholt? Einfach mal so ein bisschen einen Einblick geben. Ja, soll ich starten, Ariane, oder? Jürgen, gerne. Ja, da fange ich gerne mal an. Also wir haben uns darauf verständigt in der Kerngruppe. Das waren so, ja, je nachdem, wie man dazu rechnet, 6 bis 8 Personen waren wir in der Projektkerngruppe. Haben wir uns darauf verständigt, keine langen Konzeptionen zu machen, also wirklich relativ schnell ins System zu gehen. Wir hatten dann auch mit euch gemeinsam, mit Cybert Media, mit dem Tobias Reibling, einen super erfahrenen Kollegen, das war total klasse. Wir sind da sehr, sehr schnell eigentlich in die Umsetzung auch gegangen. Also nicht zu viel Gedanken machen am Ende des Tages. Wie wir die
Kollegen mitgenommen haben. Wir haben sie immer wieder, aber auch schon über die neuen Systeme mit informiert. Das heißt, wir haben relativ schnell so News-Kanäle mit aufgezogen, auch die App installiert und verteilt und haben über diese Werkzeuge schon dem Projekt Fortschritt quasi mit informiert. Also das war, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Ja, und ansonsten haben wir einen Namenswettbewerb gemacht. Also Kiwi ist entstanden aufgrund von der Wahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also es gab Vorschläge aus der Belegschaft und dann hat man abgestimmt. Wir haben dann auch noch ein paar Aufkleberchen tatsächlich gemacht, ein bisschen Buttons, Traubenzucker, um den Wissensdurst zu löschen sozusagen, also so ein bisschen Marketingmaterial drumherum und hatten dann am 31. Januar in unserem Kickoff, Gesamt-Kickoff, dann auch nochmal eine Präsentation und gesagt, so das Baby, was wir die ganze Zeit euch geheim halten, so sieht es aus, das ist es jetzt, so arbeiten wir jetzt und war quasi zum 31. Januar für unseren Glücksgriff aufgrund der Dinge, die danach passiert sind tatsächlich. Ich hoffe, der Traubenzucker, den ihr verteilt habt, der hatte dann auch Kiwi-Geschmack. Also einfach, damit das ein rundes Bild war. Dann müssen wir vielleicht über den Namen dann nochmal diskutieren im Nachgang. Ja. Aber Zitrone wäre ein blöder Name für ein Intranet. Ich bin in diesen ganzen Themen nicht so drin, aber ich glaube, die Kiwi ist ja eine Zitrusfrucht, oder? Wahrscheinlich eine Beere oder sowas. Das ist immer das, was man nicht denkt. Eine weitere Frage wäre noch, und zwar, durch die Einführung dieses neuen Intranet-Tools und wie du hast ja auch gerade schon angesprochen, ja, die Dinge, die danach kamen, also du sprichst ja wahrscheinlich auf die Corona-Pandemie, den Lockdown, die Homeoffice-Situation an. Haben sich denn durch das neu eingeführte Tool bei euch auch Arbeitsweisen, Abläufe geändert, vielleicht sogar verbessert? Ah ja, du darfst gerne jetzt mal starten. Ich würde sagen, ja. Ne? Also an erster Stelle stand ja so ein bisschen auch die Kommunikation und dass wir auch selber eigene Corona-News hatten. Wann gehen die Kollegen ins Homeoffice? Was ist zu beachten? Wir haben sie regelmäßig auf dem Laufenden gehalten. Das war natürlich über Kiwi viel einfacher möglich durch das Pushen der News oder einfach mal eine Ad-Hoc-Nachricht im Microblog. Und das gab es ja vorher gar nicht. Das haben wir immer alles per E-Mail gemacht. Und das war für Corona-Zeiten eigentlich ein ideales Mittel, jetzt damit zu arbeiten. Und natürlich auch, wenn man jetzt nicht mehr nebeneinander im Büro saß, man hat Videochats gemacht, man hat die Dateien über Kiwi gechert, dort bearbeitet. Ich würde sagen, wir haben es wirklich vollumfänglich genutzt, ja. Das stimmt, ja. Ja, sehe ich auch so. Und was auch schön war, gerade mit dem Microblog, man hat Interaktion, ja, also Mail-Information vom Vorstand, sage ich mal, die jetzt in die Belegschaft geht, ja, das geht dann an 130 Menschen, da drückt jetzt keiner auf alle Antworten, weil er unbedingt noch was mitteilen möchte. Das funktioniert in so einem Microblog oder in so einem News und Kommentieren doch wesentlich einfacher und schöner. Und das hat zu der Interaktion geführt, das war eine schöne Sache. Und dann hatten wir auch ab und zu, haben wir dann so Streams mal angefangen, wo wir sagen, Mensch, zeigt doch mal euer Homeoffice, wir müssen alle zu Hause arbeiten, wer möchte mal einen Eindruck aus seinem Homeoffice zeigen, kleines Bild posten und so weiter. Also das hat schon einiges verändert. Grundsätzlich haben wir ja im Vortrag darüber geredet, der Kiwi-First-Gedanke. Ja, also dieses, das merkt man jetzt auch immer mehr, das macht dann Spaß. Wir haben da besonders Freude an die Ariane und ich. Wenn jemand sagt, wir sollen das und das müssen wir lösen, wir haben die Herausforderung, gibt es da nicht was in Kiwi? Und dann hat man entweder schon alles im Köcher oder man schaut nochmal nach einem kleinen Add-on und das Ganze trickt und fliegt dann sehr schnell. Also das hat schon einiges bewirkt und ja, wie gesagt, direkt über die Zielgerade gekommen, kurz vor genau der Notwendigkeit. Mhm. Ja, du hast ja gerade auch schon angesprochen, ne? Also diese ganze Kommunikation, Interaktion untereinander wurde dadurch natürlich gerade in dem Zeitalter jetzt, das wir haben, ja, also genau. diese Lockdown-Zeit, wurde es natürlich doch nochmal so ein bisschen auch auf die persönliche Ebene gehoben, was, glaube ich, sehr, sehr cool ist. Ihr habt es ja auch im Vortrag gezeigt, dann gibt es einen Adventskalender, einen digitalen für die Mitarbeiter, der auch einfach über Kiwi dann eben abgebildet wurde. Ich glaube, das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass sich dann ja trotzdem alle irgendwie weiterhin auch mit dem Unternehmen identifizieren, untereinander, genau. Dass man den Kontakt hält. Ja. Man rückt virtuell zusammen, genau. Mhm. Würdet ihr denn sagen, also es klang jetzt für mich so, aber ich stelle die Frage jetzt trotzdem einfach mal ganz unvoreingenommen, wurden eure Erwartungen, die ihr an das Intranet-Projekt hattet, also auch an Lynchpin jetzt als Plattform, wurden die, würdet ihr sagen, erfüllt? Ja. Nein. Okay, dann bitte die Diskussion. Übererfüllt, das wollte ich damit sagen. Nein, definitiv. Definitiv. Ja, finde ich auch. Ist einfach zu bedienen, intuitiv. Also ich finde, es macht sehr viel Spaß.
Das stimmt, ja. Und also was uns auch Spaß macht, ist eigentlich, dass natürlich auch der Vorstand es nutzt. Auch das ist wichtig, glaube ich, ne? Also ich habe auch andere Vorträge heute schon gehört. Das beginnt ganz oben, sage ich mal. Also wenn jeder mitmacht, dann wirkt es auch gleich ganz anders. Und die Vorstandsnews, die kommen nur noch per Kiwi. Also da gibt es keine gesonderte große Mail mehr oder so. Und das trägt dann dazu bei. Also ich wie gesagt, ich habe jetzt provokant Nein gesagt, ob die Erwartungen erfüllt wurden, weil ich denke, sie sind übererfüllt tatsächlich. Hätte ich nicht so gedacht, dass es innerhalb von einem halben Jahr oder jetzt fast ja, 9 Monaten doch so zum Tragen kommt, ist schon toll. Also der Vorstand war bei euch auch dann direkt mit an Bord. Es hat keine große Überzeugungsarbeit gebraucht, weil das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Ja. Bei anderen Kunden ist das eben so eine Grasnarbenbewegung, sage ich jetzt mal, die da irgendwie was versucht hochzuziehen. Und im Zweifel wird es im letzten Moment dann noch geschasst. Aber bei euch war das ein sehr smoother Übergang und heute sind auch wirklich alle on board und alle sind im Tool. Genau. Sehr, sehr cool. Wow, ja, dann denke ich mal, besser kann es eigentlich kaum laufen. Ich habe jetzt gerade noch mal in den Chat geschaut. Es haben sich jetzt keine weiteren Fragen ergeben. Ja. Deswegen würde ich an der Stelle euch auch noch mal ganz herzlich danken für euren spannenden Vortrag und den Einblick in die Welt von Kiwi. Tatsächlich dann eben, wie wir gelernt haben, weder Frucht noch Vogel, aber auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ihr beide steht ja wahrscheinlich auch dann für Fragen, die sich bei den Teilnehmern der Tools for Agile Teams Konferenz oder auch dann im Nachgang den Zuschauern auf YouTube, sofern das Video geteilt wurde, ergeben zur Verfügung. Sehr gerne. Wenn man euch googelt, dann findet man bestimmt die ein oder andere Kontaktmöglichkeit. Und ja, wie gesagt, an dieser Stelle vielen Dank euch beiden. Danke euch. Und hier im Digital Workplace Track geht es dann in 10 Minuten, wenn ich richtig informiert bin, weiter mit dem letzten Vortrag des heutigen Tages. Da wird der Dennis Erdmann von Utz in Utz das Quarko-Intranet vorstellen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und wir gehen wieder eine kurze Pause und sind dann gleich zurück.